Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich würde gerne in diesem Video zeigen, wie ich sehr viele Bilder sehr schnell bearbeiten kann. Und zwar mit dem Programm MultipleImageResizer.net. Dieses Programm ist darauf ausgelegt, dass ich viele Bilder mit einfachen Bildbearbeitungen versehen kann. Und diese sind zum Beispiel drehen, freistellen, Rand hinzufügen. Wenn ich das Programm starte, ist es auf Englisch. Das kann ich umstellen hier unter Sprache, aber es ist auch im Englisch leicht zu bedienen. Die oberen Knöpfe sind eigentlich sehr unwichtig, außer dass ich vielleicht mein Profil speichern kann, wenn ich immer die gleiche Aktion machen kann. Dies wird zum Beispiel benutzt, wenn ich eine Kamera habe und ich muss dort immer grundsätzlich was drehen, dann ist es nicht zu lästig. Wenn ich das Programm starte, sehe ich erstmal hier links oder weiter unten, das kann ich einstellen, eine Auswahl, in der mir gesagt wird, welche Bilder ich überhaupt verwenden möchte. Da kann ich sagen, ich möchte einzelne Bilder verwenden, ich möchte einen ganzen Ordner verwenden und ich demonstriere das mal, ich mache mal Bildordner hinzufügen, geht hier auf eigene Bilder und werde mir jetzt einfach mal diesen Ordner Background nehmen. Das sind Bilder aus einem anderen Programm, und habe hier meine Bilder. Nun, im nächsten Schritt wähle ich aus, was möchte ich mit diesen Bildern machen. Ich kann sagen, ich möchte was freistellen, die Größe ändern, drehen, spiegeln und so weiter. Und ich sage jetzt mal, ich möchte die Größe anpassen und einen Rahmen hinzufügen. Dann kann ich auch noch natürlich Überlagerungsbilder machen, zum Beispiel zwei Bilder übereinander, aber das ist für die meisten uninteressant. Nur die Größenanpassung. Was kann ich machen? Ich kann Prozent angeben, Höhe und Breite, und ich sage jetzt einfach mal, ich möchte 50%, die Bilder sollen halb so groß werden. Drehen habe ich nicht ausgewählt, ausgegraut. Jetzt kommt der Rahmen. Wie möchte ich den haben? Da kann ich sagen, solid, Schrift schraffiert, linear gradiert, also einen Farbverlauf. Und ich wähle jetzt einfach mal hier rot zu blau und wähle mal hier einfach 50 Pixel, was natürlich sehr viel ist. Und jetzt sehe ich es hier. Und der nächste Schritt freistellen ist natürlich auch ausgelassen. Dann habe ich hier noch den Schritt S für Speicherungsoptionen, kann den Ort eingeben, wo es gespeichert werden kann. Standardmäßig ist das C mir. Und dann kommt meine Text, habe ich auch ausgelassen. Und dann kann ich einfach auf Losgehen. Alle Bilder, die ich jetzt ausgewählt habe im ersten Schritt, werden jetzt automatisch von dem Programm verarbeitet und ich muss nicht mühsam klicken. Es ist so eine Art Automator, das Programm kenne ich von dem iMac. Jetzt haben wir es gleich. Je nach Prozessorgeschwindigkeit kann das natürlich dauern und ich gehe jetzt mal zum Ordner C mir. Und dann sehen wir jetzt hier schon, ich öffne das Foto, er hat seine Arbeit wunderbar getan. Ich sehe den Rahmen. Das Bild ist deutlich kleiner, das kann man natürlich jetzt nicht sehen. Und dadurch konnte ich schon ziemlich schnell ziemlich viele Bilder bearbeiten. Würde ich das Ganze jetzt zum Beispiel mit GIMP erledigen, dann würde ich das mit Ebenen und so natürlich auch schnell hinkriegen. Allerdings würde das sehr lange oder deutlich länger brauchen. Wenn es Fragen gibt, wie immer einfach eine Mail an video@tcrsupport.com. Also viel Spaß mit Multiple Image Resizer. Ein Link wird natürlich in der Beschreibung sein und bis zum nächsten Mal.